Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Until Dawn. Im letzten Part sind wir stehen geblieben bei den Herrschen und ja, hatten ein, also für mich war es ein ziemlich, ja, leichtes Spiel. Ich konnte alles im Schlaf in diesem Sinne. Da ich es ja fünfmal gespielt habe und die letzte Option da mit dem Hammer. Also da Hammer mit dem Baseballschläger. Den habe ich erst beim vierten Mal raus. Also ich dachte mir so, ja komm, ich renne einfach durch bis ans Ende praktisch. So durch. Und wollte dann eben beim Verstecken und Durchrennen weglaufen, abspeichern. Dann dachte ich mir so, ja komm. Eben rennst du weiter. Wusste ich eben schon, dass es uns geben wird, ja, aber egal. Sagte er, es ist nicht blind. Diese, so die, der letzte, so die letzte Folge. Und ja. Ist aber spannend zu, anzugucken, was denn für andere Entscheidungen, also je nachdem, was man. Also wie man sich entscheidet, was das für Einfluss, also was für einen Einfluss es haben kann. Exzellent, muss ich dazu sagen. Und wie bleibt man hier am besten ruhig? Jeder Hundehalter, jeder Tierhalter wird mir da zustimmen. Nein, 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 Ja. nein. Die werden uns wehtun. Sicher nicht. Genau solchen hysterischen Weibern, ja, aber nie einem Hirschflüsterer kommt niemand zu nahe, denn eben, er kann mit den Hirschen reden. Oder besser gesagt, mit den Herren des Waldes. So wie die Löwen der König der Tiere ist. Ja? Was willst du? Nee, warum sollte ich dich schlagen? Schönes Tier, du. Aber ihr könnt uns nichts, weil ich weiß, wie man mit Tieren umgeht, im Gegensatz zu Emily. Aber nun ja, das ist so eine Sache, die mich jetzt weniger interessiert, da wir durch sind. Endlich weiter zum Funkturm. Falls Ich wir es bin. hinkriegen, jemanden zu erreichen, Werden wir. dann sagen wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben, für den Fall, dass sie draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Ich bin ja so froh, dass wir endlich durch sind, Leute. Also, besonders also mit dem letzten. Endlich könnte ich immer diese Episode starten. Wäre zwar auch nicht so schön, aber endlich mal eine neue Episode und nicht immer die gleiche. Sehen, was ist das? Nur eine Das würde Sicherheitsleuchte. mich so Bestimmt nerven. bewegungsaktiviert. Ja, denke ich mir auch. Das ist eine normale Kacke. Dass du dich ab jedem Scheiß so erschreckst. Hä? Chris? Du willst dich. Du wolltest dich erschießen? Heißt, du kannst es nicht. Man soll es nicht. Weißt du was? Dann mache ich den Plot-Twist und kille ihn. Ich versuche es einfach mal. Weil nichts tun? Nichts tun? Das ist doch nicht eine Option, die man. Sie müssen noch eine Nebensache geben. Entweder müsste ich den Geg also den Gegenüber töten oder mich selbst. Und in diesem Fall muss er eine sehr enge Freundin sein, also Sam oder Ashley. Vielleicht ist Josh mit ihm eng befreundet, aber der lebt nicht mehr. Außer meine Theorie stimmt, dann ist er noch am Leben. Dann hat er uns zwar tierisch verarscht, aber er wäre am Leben. Wisst ihr, was ich meine?
Von daher. Ist zwar vielleicht ein Warum ist unschöner es hier Weg. plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Windig? Hallo, hast du gesehen, in wie viel Höhe, also Metern Höhe du bist? Verdammte Kacke. Emily, diese Frage war so sinnvoll, wie zu fragen, warum ist es denn so sonnig in einem, also wenn es eben sonnig ist. Also warum ist es so heiß, wenn es sonnig ist, sozusagen? Hä? Das ist genauso ein Stuss. Mehl, überlege zuerst, bevor du den Mund aufmachst. So wie ich zum Teil. Nur bei mir ist es. Bei mir kommt nicht Scheiße raus, sondern nur ein Gestammel zum Teil. Weil ich aber. Was war das noch? Auf Deutsch übersetzt. Ich war Legastheniker, einfach so ausgedrückt. Oder ich bin's noch, das wird man, also man verliert's ja nicht. Das heißt, für die, die es nicht wissen, meine Sprache ist ein bisschen zum Teil. Nicht flüssig, sondern eher stotternd und früher war das so extrem schlimm. Heute ist es weniger so, man merkt es mir kaum noch an. Und da haben wir schon gesehen, dass wir es Matt übergeben sollen. Die Leuchtpistole. So. Feuer frei. Schmetterlingseffekt Aktualisierung. Hoffentlich nicht nur der Psychopath. Naja, wird wohl nicht zu vermeiden sein. Ja, und jetzt? Mal hier, das ist Stromkasten, okay. Da können wir Licht machen. Cool. Nice. Scheiße, That ja, is the wer real sagt's shit. denn? Okay, ein Punkt für Matt und Emily. Mein erstes Problem in der Legasthenie ist, dass mir manche Wörter nicht in den Sinn kommen. Und ja, dann kommt eher ein E-I-A-U raus, anstatt ein richtiger Satz. Und das ist dann meistens ziemlich stressig, auch für den es betrifft. Also, ihr müsst nicht denken, Mann, was ist das für ein Mongo, sondern eher Scheiße, der muss sich jetzt gerade auch wie der letzte Vollidiot fühlen. Wisst ihr? Vermisst, wer hat diese Person gesehen? Beth Washington. Beth Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1:30 Uhr und 2:30 Uhr bei der Ski Lodge in Blackwood Pines in Alberta gesehen. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Ich weiß zwar nicht, warum Beth, aber es war ja Hannah, die aufgewühlt war. Kleidung, Merkmale zur Identifikation. Beth trug eine leuchtende, pinkfarbene, gefütterte Jacke, schwarze Leggings und Skinschuhe und eine weiße Mütze. Größe 1,70, 50 Kilogramm, braune Augenfarbe, braune Haarfarbe. Können Sie helfen? Rufen Sie an unter. Was uns nicht interessiert. Informationspart? Nice. Vermisst, wer hat Moin, diese Hannah. Person gesehen? Auch Hannah Washington. Hannah Washington wurde zuletzt am 2. Februar 2014 zwischen 1:30 Uhr und 2:30 Uhr bei der Ski Lodge in Blackwood Pines. Hannah trug nur ein schwarzes Oberteil, dunkle Jeans und braune Lederstiefel. Sie trug keine Jacke. Hannah trägt eine Brille und hat eine Tätowierung auf der rechten Schulter. 1,72 cm groß war sie, 50 Kilogramm und hatte braune Augen, genau wie ihre Schwester, und braune Haare, genau wie ihre Schwester. Oh yeah. So muss das. Mal anschmeißen das gute Ding. Nochmal. Mit Gefühl. Emily, mit Gefühl, habe ich gesagt.
Wunderbar. Komm. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Also so auf jeden Fall nicht. Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Das? Aua, aua. Das ist anständig. Hallo? Oh mein Gott. Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo, will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte. Bitte, bitte, Hilfe, oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain und hier ist ein Psychopath. Sie mich hören, wiederholen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie sagen. Wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren, over. Oh. Nee, ganz langsam, laut und deutlich. Wie beim Behindertenkomitee. Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Geht doch. Bei mir musst Hallo? Du anständig reden. Dankeschön. Immer noch. Informieren. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski Lodge. Hier ist ein Killer. Er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte, helfen Sie, müssen uns helfen. Und so nebenbei. Stimmt denn Scheiße? Hören Sie mal. Bitte bleiben Sie auf Position. Wir schicken die Hubschrauber, die Sie da rausholen, sobald der Sturm sich gelegt hat. Was? Wann? Wie lange? Morgen, so früh es geht. Nicht vor dem Morgen. Oh oh. Scheiße. Oh mein Gott, ist hier! Meine Aussage muss warten. Muss ich was tun? Wenn ja, was? Das werde ich wahrscheinlich nach der Sequenz erfahren. Ja, nee, ist klar. Leck mich, du Sackratte. Wenn du das warst, George, ich ramm dich in den. Also, ich ramm dich ungespitzt in den Boden. Ich schwör's dir. Das ist jetzt alles andere als lustig. Das andere konnte man ja noch irgendwie. Denn Ashley hat dich niemals umgebracht. Ashley ist viel zu nett. Emily! Aua, aua, aua. 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 Nein! Nein! Au! Tja. Dieser Part wird aber ein bisschen kürzer, aber dafür wird der nächste Part ein bisschen länger. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Cliffhanger, um euch auch noch, ja gut, für die, die es gesehen haben, ist es nicht mehr spannend, aber für die, die es noch nicht gesehen haben, ist eben ein guter Cliffhanger und ja, würde sagen, das haut rein. Um auf jeden Fall am Ball zu bleiben. Also seid doch dabei beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Until Dawn. Tölle.